Sie kamen als Mitfavorit zur Eröffnungsfeier aufs Heidelberger Schloss, die deutschen Mädchen, angeführt von der deutschen Meisterin Antonia Scherer. Die imposante Kulisse über dem Neckar begrüßte die Teams aus 20 Ländern. Welcome to Germany! Ein beeindruckender und gebührender Rahmen für eine Europameisterschaft. Das ist Wahnsinn, das Gefühl da einzulaufen und wissen, dass man für Deutschland spielt, ist der Hammer. Die Zeremonie ist natürlich wieder Weltklasse hier auf dieser Burg. Es ist echt wunderschön mit dem Hintergrund hier und wir freuen uns alle so riesig. Das ist natürlich immer das Highlight des Jahres. Ich bin natürlich aufgeregt und ja, es wird spannend, die Tage. Im Königssaal ließen die Jungs von den Ropeskippers Mädchenherzen höher schlagen und sorgten für eine altersgemäße Geräuschkulisse. Deutschlands Nummer 1, Sandra Gahl, wünschte per Video viel Glück. Und als Überraschungsaktion wurden Casino-Jetons in den Landesfarben getauscht. Eine Eröffnungsfeier, wie sie schöner nicht sein kann. Der Meisterschaftsplatz des Golfclubs St. Leon Roth präsentierte trotz Wind und Regen allerbeste Bedingungen. In den beiden Zählspielrunden spielte das deutsche Team mit Platz 3 groß auf. Herausragend, aber England einsame Spitze mit 33 unter Par und 19 Schlägen Vorsprung vor Spanien. Da hat ja England ein Ergebnis abgeliefert, wie ich es in 8 Jahren Mädchengolf noch nicht gesehen habe. Deutschland im Viertelfinale gegen Dänemark. Die Däninnen drehten auf, Deutschland im Pech. 2,5 zu 4,5, eine böse Überraschung. Und nicht die einzige. Schweden war als Achter nur dank einem Schlag Vorsprung überhaupt in die K.O.-Runde gelangt und schlug sensationell England. Am Tag danach gewannen die deutschen Mädchen dann gegen Titelverteidiger Frankreich und es ging um Platz 5 gegen England. Das Match, das viele im Finale erwartet hatten. Nach den Vierern sah es gut aus, 1:0 für Deutschland. Aber dann lief nicht mehr viel. Deutschland verpasste und England lochte am Ende nur Platz 6 für die deutschen Mädchen. Mit dem 6. Platz sind wir, glaube ich, alle nicht ganz so zufrieden, aber wir hatten einfach die Mannschaften, gegen die wir gespielt haben, haben stark gespielt und jeder von uns hat sein Bestes gegeben, aber für mehr hat es halt diesmal jetzt leider nicht reichen können. Im Finale die Lochspielexpertin aus Schweden gegen die starken Spanierinnen. Playoff und auf dem 3. Extraloch war die Sensation perfekt. Schweden ist Europameister. Ich bin so glücklich und so stolz auf mein Team. Wir haben es geschafft, weil wir so zusammengehalten haben. Die stimmungsvolle Schlussfeier mit anschließender Players Party war die Krönung der Festspiele in St. Leon Roth. Eine Europameisterschaft, die Maßstäbe gesetzt hat. Dieses Event war einfach nur ein unglaublich tolles Event. Wir sind im Golfclub St. Leon Roth sehr dankbar und sehr happy, dass wir das erleben durften. Und mit den Schweden hat ein ganz, ganz starkes Team gewonnen. Auf Wiedersehen in Stockholm 2013. Dann mit einem hoffentlich glücklicheren deutschen Team.